So, eines wollen wir noch machen, weil uns das ein Anliegen ist, weil wir uns schon so lange damit beschäftigen und auch die Bücher vom Herrn Kübler über die 1000 Tennisrackets und die Entwicklung der Tennisrackets uns immer beschäftigt hat, wollen wir mal zeigen, was hat es denn für Entwicklungen gegeben und was hat sich am Ende überhaupt durchgesetzt und was ist geblieben. Der Schläger, wo kommt der her? Ja, der kommt definitiv aus dem Museum. Ich schätze mal 1920, wenn es gut geht. Die Schläger hatten noch kein Griffband. Zwar schon ein bisschen einen Knauf simuliert. Das heißt, da sind wir 1920. Und wann ist es in diesen Bereich gekommen? Da muss ich dazu sagen, ist eines meiner Lieblingsstücke, weil der noch fast neu ist und von Peter mit einer Naturdarmseite bespannt worden ist. Ein sogenannter Jack Cramer Pro Staff. Der Name Pro Staff ist ja im Tennis auch was Besonderes. Also das hat sich ja dann durchgezogen. Aber da sind wir schon jetzt in die 60er, 70er Jahre. Da sind wir schon ein bisschen ein, fast Ende der 70er, wo dann also die Schlägerrevolution dann begonnen hat. Aber das wurde also noch verkauft 1977, 78. Das heißt, damals hat man noch nicht über Dämpfung nachgedacht. Damals war ein Flex von 45, was man früher konnte gesehen. Man auch gar nicht messen. Das nächste ist die Schlagfläche. Da reden wir von einer 80er Schlagfläche. Du hast mir erzählt, in Australien war es sogar eine 78er. Noch eine kleinere Version in Australien. Die hatten noch kleinere Köpfe in den Schlägern. Und wenn man dann weiterschaut, dann ist ja das auch noch ein klassisches Holzracket, das aber natürlich wahrscheinlich eines der bekanntesten überhaupt und schon fast in die Neuzeit geht, oder? Ja, das ist der legendäre Borg Pro. Man schaut, der ist auch fast neu. Ihn einfach fast nie spielen. Ja. Man muss aber auch dazu sagen, dass diese ganzen Holzschläger vor allem dadurch auch Leben gewonnen haben durch Naturdarmseiten. Also das heißt, diese Schläger mit den heutigen monofilen Kunststoffseiten zu spielen, wäre ein Ding der Unmöglichkeit gewesen. Also da hätten die Leute dann wirklich vom Tennis an Probleme bekommen. Ich muss dazu sagen, meine Erinnerung an das Racket, ich habe diesen Schläger gespielt. Björn Borg hat in Europa diesen Schläger gespielt und in der USA einen sogenannten Bancroft. Das war dasselbe Modell, den habe ich spielen dürfen als Kind noch. Und ein ganz besonderer Moment war für mich, ich glaube es war 1992 in Saragossa, in der Halle hat der Björn Borg ein Comeback gefeiert mit diesem Racket. Das ist leider ganz, ganz bitter ausgegangen. Ich kann mich erinnern, Magnus Gustafsson, ehemaliger Top-10-Spieler aus Schweden, der hat wirklich Tränen in den Augen gehabt, weil der Björn Borg von einem Portugiesen vernichtet worden ist. Ja. Also das war ganz, ganz schlimm. Wir schauen bei den Rackets weiter. Passt das ungefähr von der Entwicklung her, nach den Schlägern, die wir jetzt gehabt haben, Borg? Und jetzt kommen wir schon, oder hättest du einen anderen? Zu schnell. Ich hätte da noch einen wichtigen Meilenstein genommen, nämlich diese Wunderwaffe, die verantwortlich war für den nach wie vor Rekordhalter an ATP-Siegen, Jimmy Connors. 109 Turniersiege im Profibereich, wahrscheinlich unschlagbar. Ja, also das war ein Schläger mit absolut eigener Charakteristik, extrem weich im Rahmen, mit 35 Rahmenhärte, hat einen sehr starken Schleudereffekt erzeugt, eine sehr unangenehme Ballflugbahn für die Gegner und war vielleicht ein Grund, warum der Jimmy so gefährlich war. Das heißt auch von der Schlagfläche, wir haben hier sogar das Gewicht, ja, den Schwerpunkt drauf, oder das Schwunggewicht, der hat 350 Gramm gehabt, ja, also das ist schon wirklich schwer und wenn man nur mal einen Flex sieht, da biegt sich der Schläger vorne so durch. Also das ist schon etwas, wo man auch definitiv nicht auf Armschonung aus war bei dem Racket. Ja. Vor allem auch nicht auf Kontrolle, weil das war praktisch, da musste man schon sehr viel Gewöhnung haben an den Schläger, dass das so also kontrollierbar war. Jetzt sind wir dann bei einem meiner Lieblingsstücke, weil es eigentlich ein original signierter Pete Sampras ist. Ich glaube aber, der hat ungefähr 300 von denen unterschrieben, weil ich kann es nicht mehr lesen. Ich weiß nur, dass es war. Deswegen habe ich ihn auch nie außer Haus gegeben. Schlagfläche 85, also das ist schon sehr, sehr klein. Aber das ist jetzt schon aber ein Schläger. Für damalige Zeiten war es einfach größer, darf man nicht vergessen. Ja, das war schon aus der Sicht der Holzschlägerspieler, war das schon eine Vergrößerung, die sie sehr angenehm empfunden haben und diese Entwicklung mitgegangen ist. Aber Peter, nochmal zurückkommend auf die Schläger, die wir davor gehabt haben. Das heißt, das Holz ist komplett weg aus dem Racket heutzutage. Ja. Es hat einmal eine Zeit gegeben, gemischt mit Fiberglas etc. Das Aluminium-Racket ist komplett weg. Ist armschonungsmäßig einfach nicht vertretbar. Das heißt, das ist etwas, was uns definitiv geblieben ist, die Graphitbauweise. Genau. Und Graphit ist noch immer einer der wesentlichsten Bestandteile eines Tennisrackets heutzutage. Auch heute noch wird praktisch alles in einem Pre-Break-Verfahren, das heißt, die Schläger werden von Hand
über einen Gummischlauch aufgewickelt, dann in eine Form gelegt und dort verpresst. Und das ist auch der Grund, warum es doch ein bisschen Schwankungen, produktionsbedingte Schwankungen im Gewicht gibt. Aber grundsätzlich von der Bauweise hat sich da seit dieser Zeit, das ist 70, 75, ja, nicht mehr viel verändert. Außer die Materialien. Jetzt komme ich noch mit etwas. Das war der erste Großflächenschläger. Mhm. Damals hat es geheißen, okay, 110 Schlagfläche ist riesig. Ja. Du haust dich eigentlich nur nach vorne und schaust, dass du irgendwo in der Nähe des Balles dich aufhaltest, das reicht. Die größere Schlagfläche hat sich ja de facto durchgesetzt, nur im Grunde genommen hat sich es dorthin entwickelt, dass man gesagt hat, ja, aber es ist nicht nur für die, die jetzt abolieren wollen, sondern es hat sich dann mit der Entwicklung dieser Prinzmodelle eigentlich über Chang und Agassi im Laufe der Jahre, nicht mit diesem Racket, herauskristallisiert, wow, die können jetzt mit dem Großflächenschläger von hinten Tennis spielen. Ja. Also es war von meiner Seite aus eine Entwicklung von einem Extrem zum anderen. Man hat also jetzt mit dem Prinzmodell, mit diesem ersten Schläger, extrem die Schlagfläche vergrößert. Das war dann, glaube ich, das zweite Modell. Das war das zweite Modell, das schon deutlich stabiler und in der Rahmenhärte auch besser war und auch besser kontrollierbar war. Und eben aus diesem, von einem Extrem zum anderen, hat sich halt dann letztendlich der klassische Midsize-Rahmen, so wie es heute noch ist, in 98er Fläche entwickelt. Und den gibt es eigentlich heute noch. Und jetzt, wenn wir wieder auf die Entwicklung zu sprechen kommen, dann war es definitiv etwas, was uns geblieben ist. Also die größere Schlagfläche, auch wenn es übertrieben worden ist, es hat ja Schläger gegeben mit 135, 136 Schlagfläche, das hat man ja ausgereizt. Ja. Ich glaube, da ist sogar die Grenze von der ITF gezogen, bei 135 ist Ende, genauso wie die Schlägerlänge, weil auch die Herrschaften dieser Schlägermarke haben wir dann begonnen, den Schläger länger zu machen, bis zu 3,5 cm. Das war ja lang vor dem letzten Boom da mit den längeren Schlägern. Ja. Und dann ist man eigentlich wieder zurückgegangen. Das heißt, dass Schläger länger werden, auch das hat sich wieder eingependelt, oder? Auch hier ging man zuerst in ein Extrem und hat sich dann das, was spielbar wurde, aufgrund der ganzen Schwungverhalten, hat sich das eingependelt auf die heutigen 1,5 bis 2 cm. Das heißt, wenn wir das kurz zusammenfassen, dann war es definitiv etwas, wo man gesagt hat, wir sind von Holz über Holz und Fiberglas teilweise auf Aluminium gekommen, über die Alurahmen mit manchen Verstärkungen bis hin zum Graphit. Das Graphit haltet sich heute noch. Ja. Und dann hat es halt die verschiedenen Bauweisen gegeben. Jetzt muss ich auch mein ehemaliges Racket rausholen, obwohl er schon ziemlich hergerichtet ist, aber den haben ja auch gute Tennisspieler, nicht nur ich gespielt, wie der Michael Stich, der mir hoffentlich nicht böse ist, weil ich habe damals, wie es den nicht mehr gegeben hat, ein paar aus dem Lager geholt von ihm. Ja. Die er dann nicht mehr bekommen hat. Aber das war natürlich auch ein Klassiker mit dieser Vakuumbauweise, die ja auch Fischer bekannt gemacht hat. Als Tennisspieler muss ich sagen, fast leider, weil die sind dann in die Luftfahrt gegangen, weil einfach die Technik so gut war, dass die in der Luftfahrt Fuß gefasst haben. Wenn wir jetzt zu den Rackets kommen, ja, wir haben hier einen Klassiker gehabt, der wahrscheinlich zur selben Zeit jetzt natürlich neu ausschaut. Aber auch da, das war der Mutter der Tennisschläger von Head, der Prestige, wenn man da das wirklich sagt. Und wenn man jetzt hernimmt, auch den haben wir ja schon heute gehabt, da hat man dann begonnen, gemeinsam mit dem Pure Drive wieder eines draufzusetzen. Ja, also was man vor allem bei diesen Schlägern begonnen hat zu merken, das hat eigentlich die Firma Kübler als erster begonnen, die Schläger in der Bauhöhe hier zu verbreitern, was eine wesentlich höhere Rahmensteifigkeit, aber auch, obwohl es steifer war, doch eine schwingungsärmere Schläger produziert hat und was also dann armschonungsmäßig gleichzeitig mit höherer Beschleunigung doch funktioniert hat. Wo, wenn man ganz ehrlich ist, auch der wirkliche Hobbyspieler an echten Nutzen gezogen hat, weil manche der Schläger, wenn ich nur an einen Brostaff denke, mit einer 85er Schlagfläche von Pete Sampras und irgendwo einen Ausgangswert von 320, 330 Gramm, den haben die meisten Tennisspieler nur hinten im Kofferraum liegen gehabt, weil damit haben sie gar nicht spielen können. Oder manche Schläger von Thomas Muster, die ja dann auch noch speziell getunt waren, die hast du am Haken gehabt und der Haken hat sich bewegt, weil der so schwer war. Das heißt, da hat sich wirklich mit diesen Bauweisen extrem viel auch getan für den Hobbyspieler, wo du einfach komfortablere, angenehmere Rackets bekommen hast.
Was glaubst du, wo kann es beim Racket noch hingehen? Wir haben jetzt Play gesehen von Babolat. Ist das der nächste Schritt? Also ich glaube definitiv, dass diese Technologie die beste Weiterentwicklung ist. Also es ist bei den Materialien, wenn dann nicht irgendein ein Wundermaterial kommt, praktisch nicht mehr viel zu machen. Ja. Die Bauweise hat sich lang nicht verändert. Ich denke mal, dass da nicht so viel drinnen ist, aber dort, wo man sich wirklich Fehler hoffen kann, ist in diesem ganzen Features mit diesem Babolat Play. Und da bin ich schon sehr gespannt, wie die Entwicklung weitergeht. Das heißt, wir haben kurz zusammengefasst so eine kleine Reise durch die Tennis-Rackets. Wir sind jetzt angekommen, dass es punkto Komfort, punkto Kontrolle, punkto Speed die Firmen immer weiterentwickeln, vor allem was die Armschonung und so weiter betrifft, einfach wirklich auf höchstem Level schon die Rackets sind. Und anscheinend kommt jetzt wirklich der nächste Schritt, dass man die Daten des Rackets mittlerweile auf irgendein Smartphone oder sonstige Dinge übertragen kann.